Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, heute ist der Tag der Tage. Ich habe Geburtstag und ich habe euch versprochen, dass ich euch meine komplette Kubi-Sammlung mal vorstelle. Und natürlich auch meine großen Schiffsmodelle. Die habe ich schon alle parat gestellt. Und zu guter Schluss werden wir das Geheimnis lüften, was meine tolle Frau mir zum Geburtstag geschenkt hat. Das legen wir mal zur Seite. Und dann fangen wir einfach mal an. Dieses U-Bootchen hier an der Seite, die U48, war mein allererstes Modell von Kobi. Also damit hat meine Kobi-Leidenschaft angefangen. Wir werden sie mal in die Hand nehmen. Ah, komm her. So. Und ihr seht, es ist wirklich ein tolles Modell. Es ist wirklich ein tolles Modell für Kleingeld. Also Kobi ist deutlich günstiger, wie der Konkurrent aus Dänemark. Der Vorteil bei Kubi ist wirklich die Qualität von Kubi ist klasse. Die Bauanleitung ist wirklich klasse und die Klemmkraft von diesen Teilen ist einfach der Wahnsinn. Also wenn ihr ein Teil festgedrückt habt, habt ihr wirklich große Probleme, die Teile wieder auseinander zu bekommen. Bei den alten Teilen, äh, bei den alten Modellen ist natürlich der Nachteil, dass vieles Aufkleber sind. Zum Beispiel hier die ganzen Flutungsschlitze sind alles Aufkleber. Dann hier die Turmbezeichnung ist auch ein Aufkleber, genauso wie hier vorne. Aber die Fahne ist bedruckt. Und es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, für kleines Geld. Ich glaube, die U48 kostet so um die 40 Euro. Also es ist wirklich ganz, ganz kleines Geld. So, dann machen wir einfach mal weiter, ja, würde ich sagen, mit der Wahoo. Moment, ich muss hier mal ein bisschen Platz schaffen. Weil ich habe nämlich das Problem hier, es mangelt mir an Platz. So, das ist dann mein zweites Modell gewesen. Ein amerikanisches U-Boot der ja, Wahoo-Klasse. Ich glaube, das ist die Gato-Klasse. Und das ist die SS-238. Hier haben wir auch wieder das gleiche Problem wie bei den U-Booten. Auch das sind alles Aufkleber. Bei den U-Booten geht es noch einigermaßen. Da ist es nicht ganz so schlimm. Bei den Schlachtschiffen wie bei der Turpitz, die nachher ja auch noch kommt, äh, ist es natürlich ein bisschen ärgerlicher. So, meine Freunde. Und dann habe ich. Na komm. So. Und dann habe ich hier noch, hoppla, jetzt hätte ich fast die Kamera rumgeschmissen. Habe ich hier noch ein polnisches U-Boot. Und ihr seht schon, das Ding ist natürlich ziemlich groß. Ist auch relativ neu. Also, das war auf jeden Fall. Die anderen zwei sind sehr, sehr alte Modelle. Das ist ein relativ neues Modell von Kobi. Und hier habt ihr den Vorteil: hier habt ihr nicht einen einzigen Aufkleber. Also, das alles hier sind alles Prints, also Aufdrucker. Ne? Also, da könnt ihr einfach bauen, wie ihr wollt. Und müsst keinen doofen Aufkleber machen. Hier habt ihr natürlich noch den Vorteil, ihr könnt ihr, ich zeige es euch mal hier, könnt ihr das Teil abnehmen und dann seht ihr hier halt auch nochmal den Motor. Ja, meine Freunde, dann gehen wir mal weiter zu den nächsten und das ist dann die Blitzka-Witzka. Sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, dann sind wir hier bei der Blitzka-Witzka. Ist ja ein bolnischer Zerstörer. Ein Premium-Zerstörer. Gibt es ja im Shop. Ich glaube, mittlerweile nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch drin ist. Auf jeden Fall gab sie jetzt für kurze Zeit mal wieder zu kaufen. Ist auch ein schönes Modell. Hier habt ihr allerdings äh, den Nachteil, dass ihr keinen Ständer besitzt. Und ich wollte auch noch dazu sagen, habe ich eben vergessen, alle Ständer, die ihr dabei habt. Die Namen sind alle bedruckt. Also die müsst ihr nicht aufkleben, die sind alle bedruckt. Hier habt ihr natürlich, die Blitzkawitzka ist auch ein sehr altes Modell von Kobi. Auch wieder extrem viele Aufkleber. Also alles, was ihr hier seht, sind alles Aufkleber. Aber für Kinder, ich sage mal, ne, die gerne hier mal ein bisschen äh, Schiffe versenken spielen möchten, ist das Tü Teil natürlich sehr, sehr geil, weil ihr habt nämlich Rollen unten drunter. Und dann könnt ihr diese gute Blitzkawitzka auch hin und her rollen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ihr könnt dann hier auch, ich finde natürlich hier die Bautechnik von Kobi immer wieder geil, weil ihr seht, der Schornstein liegt in Anführungszeichen nur so drauf. Der wird hinten eingeklemmt und dann einfach von nach vorne weggedrückt. Und ihr könnt natürlich hier alles bewegen. So, das sind die Torpedowerfer. Hier könnt ihr natürlich auch die Geschütze bewegen. Und, und, und. Also auch wieder ein sehr, sehr cooles Modell. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Gibt es auch für kleines Geld. Also wer da wirklich mal anfangen will mit Kobi. Kann sich die gute hier gerne mal kaufen. Ja, Freunde, dann kommen wir natürlich jetzt schon zu den größeren. Und zwar zu den Schlachtschiffen. Wir werden uns gleich bei der Warspy wiedersehen. So, meine Freunde, auch wenn ihr immer mal so ein kleines Knacken hört, das ist mein Stuhl. <laughs> hier haben wir die wunderbare Warspy. Und da muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Modell. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist auch ein älteres Modell von Kobi. Äh, habt natürlich auch wieder viele Aufkleber. Aber die Tarnung selbst wird gebaut. Also, ihr seht hier, die Tarnung wird alles gebaut. Macht richtig viel Spaß. Also die Warspy hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Könnt. Natürlich hier auch wieder alles bewegen, ne, was Türme angeht. Oder hier die Secondary könnt ihr auch alles bewegen. Ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Kostet, glaube auch unter 100 Euro. Also macht auf jeden Fall was her. Und ist auch sehr, sehr schwer und sehr robust. Ihr seht's. Weil der Vorteil bei Kobi ist, Kobi baut nicht hohl. Kobi baut komplett aus. Also das Einzige, wo ein bisschen hohl ist, ist im Rumpf. Aber das wird so dermaßen gut versteift. Das ist echt der Hammer. Also wie gesagt, hier habt ihr alles Aufkleber. Das hier vorne. Die Wasserlinien sind auch was äh, Aufkleber, aber sonst wirklich ein geiles Schiff. Und was ich halt bei Kobi auch immer, immer wieder geil finde, ist auch, dass sie sich so viel Mühe mit dem Heck geben. Warte mal, ich mache mal hier die Ruderanlage ein bisschen rein und halt auch hier dann wirklich detailgetreu die Schrauben ja, anbauen oder wie man es nennen möchte. Also die Warspy ist auf jeden Fall auch ihr Geld wert. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Ja, Freunde, dann kommen wir jetzt endlich zu den deutschen Schiffen und da werde ich dann beide zusammenstellen, Bismarck und Tirpitz und dann sehen wir uns da wieder. Bis gleich. <laughs> So meine Freunde, nun sind wir bei den deutschen Schiffen angekommen. Turpitz, Bismarck, Turpitz. Wundert euch nicht, dass ich die Turpitz zweimal habe. Im Grunde habe ich sie jetzt mittlerweile dreimal. Hier habe ich alles beklebt, also hier habe ich die kompletten Aufkleber drauf gemacht. Und da hinten die Turpitz, die ihr seht, die ist komplett blank. Ich wollte sie euch nur mal dahinstellen damit ihr wisst, wie sie ohne Aufkleber aussieht. Ich würde sagen, wir fangen mit der Bismarck an. Und das ist wirklich ein Brocken an Schiff. So, Ständer machen wir erstmal weg. Hier seht ihr die Bismarck. Ich habe bei der Bismarck hier noch ein einmal, ich glaube, 6er war es, dran gemacht gehabt, weil sonst habt ihr das Problem, dass die Brücke halt wirklich nicht aussieht wie die Bismarck-Brücke. Bei der Bismarck habt ihr schon ziemlich viele Aufkleber. Also die Tarnung selbst ist bedruckt. Alles andere sind Aufkleber. Und das ist bei der Bismarck schon nervig. Bei der Tirpitz ist es wirklich das Grauen hoch 4. Also hier die Turm. Ja, die Turmbekleidung, sag ich mal. Das sind alles Aufkleber, das ist ein Aufkleber, das ist alles Aufkleber, das ist alles Aufkleber, das ist alles Aufkleber. Also wirklich, ihr habt mega, mega viele Aufkleber. Gerade bei den großen Schiffen hier, das ist ja hier äh, 1 zu 300 Maßstab. Also ihr seht schon, das ist wirklich riesig. Äh, macht das nicht wirklich viel Spaß mit den äh, Aufklebern. Was ich euch wirklich empfehlen kann, wenn ihr die Aufkleber drauf macht, Macht sie drauf, schneidet sie mit dem Skalpell ein und dann drückt ihr sie nochmal mit einem Wattestäbchen oder sowas richtig schön dran, damit ihr dann nicht solche ekligen äh, Klebereste habt oder Bläschen, damit man halt wirklich dann nicht so krass sieht, dass es eben Aufkleber sind. Ich kann euch mal gerne die Brücke mal abmachen und euch mal zeigen, wie die Brücke normalerweise aussehen würde. Also wie gesagt, so sieht sie bei mir aus und bei Kobi normal. Oh. Oh, Moment, meine Freunde. Sieht es so aus. Und das sieht fürchterlich aus. Ich finde das wirklich einfach nur hässlich. Und es ist eine einmal zwei, vier, sechs. Einmal er ist das. Müsst ihr euch aber dann definitiv von Kobi holen, weil Kobi eigene Farben hat. Also das ist nicht mit Lego kompatibel. Also die Scheine an sich selbst sind kompatibel. Die könnt ihr drauf drücken, aber Kobi hat eigene Farben. Und das seht ihr ganz, ganz schnell. Also ich muss ganz ehrlich sagen. So gefällt mir die Brücke deutlich, deutlich besser. So, Freunde, dann kommen wir mal zur Türpitz. Na, komm, Brücke, geh wieder drauf. Kommen wir mal zur Türpitz. So. Die haben wir natürlich hier vorne stehen. Und das war wirklich ein absoluter Horror, was die Aufkleber angeht. Weil die komplette Tarnung sind Aufkleber. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Es ist alles Aufkleber. Also ihr müsst wirklich den kompletten Rumpf mit Aufklebern bekleben und das ist absolut fürchterlich. Absolut fürchterlich. Und ihr habt natürlich dann auch den schönen Vorteil. Die Turpitz hat ja auf der anderen Seite ein anderes, ja, eine andere Tarnung. Und das dann wirklich schön, präzise zu kleben, das ist absolut grauenhaft. Also bei der Turpitz habe ich wirklich das Fluchen angefangen. Der Bauspaß selber ist der Hammer. Ne? Also der Bauspaß selber ist wirklich klasse. Ihr seht es hier, hier habe ich auch wieder die einmal Sechser dran gemacht gehabt, weil es mir sonst einfach nicht gefallen hat. Ja, es ist wirklich. Also die Aufkleber sind fürchterlich. Da hat aber Gott sei Dank Hubi auch nachgebessert. Also bei den neueren Schiffen wie Yamato und sowas, die ich euch auch gleich zeigen werde. Habt ihr nicht einen einzigen Aufkleber mehr. Es gab nochmal eine neue Türpitz, die hat leider auch wieder Aufkleber. Da war ich auch sehr, sehr enttäuscht von. Weil die kam nicht erst vor kurzem raus. Ich zeige euch jetzt nochmal die Turbots ohne Aufkleber, damit ihr wisst, ja, wie sie ohne Aufkleber aussieht, damit ihr auch wisst, was wirklich alles Aufkleber sind. Na komm, ständer geh ab. So, ich fange hier schon langsam an zu schwitzen, weil die Dinger wirklich schwer sind. Und ihr könnt natürlich auch wieder hier alles bewegen, das ist natürlich geil, aber ihr seht's. ne. Es ist wirklich alles auf Kleber. Und hier seht ihr zum Beispiel, hier habe ich äh, von Lego einen 1x6er und das passt farblich überhaupt nicht. Also wie gesagt, Kobi hat ihre eigenen Farben. Und jetzt kann ich euch natürlich auch nochmal die neue Tirpitz zeigen. Und was da der Unterschied ist, weil Kobi hat die Turbets noch nochmal neu aufgelegt. Moment, ich habe den Karton hier. So, ich stelle es mal so hochkant. Und da ist einfach der Unterschied... Dass die Brücke sich geändert hat. Also die Brücke sieht jetzt wirklich echter aus. Aber das hier alles sind Aufkleber. Und ich habe irgendwo. Ach, hier. Nee. Hier. Hier seht ihr es, Freunde, habt ihr auch nochmal das andere Tarnmuster der Turbids, weil die Turbids hatte ja ganz, ganz viele Tarnmuster. Hier seht ihr es, könnt ihr auch nochmal ein anderes Tarnmuster drauf machen. Aber wie gesagt, alles Aufkleber. War ich sehr, sehr enttäuscht von, weil die Turbids ist, glaube ich, erst im. Boah, jetzt muss ich lügen. Ich glaube im Oktober oder was erschien. Deswegen bin ich eigentlich ganz stark davon ausgegangen, dass das alles wieder bedruckte Teile sind, weil Kobi eigentlich in letzter Zeit nur noch bedruckte Teile gemacht hat. Leider nein, es sind alles Aufkleber, war ich sehr enttäuscht von, sehr sehr enttäuscht. Ja Freunde, dann gehen wir mal weiter zu den amerikanischen Schlachtschiffen. Dort habe ich Missouri und die Iowa. So, meine Freunde, dann sind wir hier bei der Iowa und bei der Missouri. Ihr seht, die Missouri habe ich immer noch nicht weitergebaut. Ich habe es einfach momentan zeitlich nicht geschafft. Denn ihr wisst ja, also die meisten von euch wissen ja, dass ich nebenbei noch mein Haus am Sanieren bin. Und da wollte ich auch nochmal eine Kleinigkeit zu sagen, bevor ich es nämlich vergesse. Ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Schiffsfanatiker. So langsam solltet ihr es gemerkt haben. Und ich konnte es natürlich nicht lassen, dass bei meinem Haus auch ein bisschen Schiffsstyle reinkommt. Und deswegen hatte ich mich zu entschieden, bei meiner Dusche eine Art Bullauge reinzumachen. Hier habt ihr mal ein Foto. Ist natürlich noch nicht fertig. Ihr seht es, es ist alles noch Baustelle. Aber das sieht schon richtig geil aus. Also da freue ich mich drauf, wenn ich dann schön unter der Dusche stehe und Sabaton, Bismarck singe. Das passt. <laughs> ja, Freunde, jetzt sind wir hier bei der Iowa. Achso, der, der Unterschied zwischen der Missouri und der Iowa war eigentlich nur. Hier vorne die Kennzahl. Die Iowa, die 61, die Missouri, die 63. Und die Missouri hat schwarze Schornsteinkappen. Das war's. Sonst sind die vom Bau her absolut identisch. Der Vorteil bei der, bei der Iowa Missouri, ihr habt keinen einzigen Aufkleber. Also, das sind alles bedruckte Teile. Die 61 hier vorne ist bedruckt. Die Brückenaufbauten, beziehungsweise die Fenster sind bedruckt. Und auch, was ich richtig geil finde, hinten der Name. Habt ihr am Schiff natürlich bei der Missouri dann die Missouri. Und hier habt ihr natürlich Iowa. Es gibt dieses Iowa-Missouri-Paket, das 2 in 1. Da könnt ihr euch dann aussuchen, was ihr baut: Missouri oder Iowa. Dann müsst ihr dann zum Schluss hier die ganzen Kennzeichen einfach umtauschen, wenn ihr die Missouri haben wollt. Und natürlich die Schornsteinkappen. Es gab aber auch die World of Warships Edition. Na komm, halt mal so ein bisschen fest hier. Naja, egal. Die World of Warships Edition, das ist nämlich hier die Missouri. Und da habt ihr, gut, ich sehe gerade, ich habe da das falsche Namensschild drauf gemacht gehabt. Da kriegt ihr dann ein anderes Namensschild. Das ist Silber, nicht schwarz wie hier. Und dann habt ihr noch ein Zertifikat. Und ich, das habe ich gerade hier vorliegen. Das ist von der Missouri. Ihr seht es: 35 von keine Ahnung. Also, das ist der einzige Unterschied zwischen der Missouri Edition oder halt die Iowa Missouri 2 in 1 Edition. Ja, Freunde, dann kommen wir zu den japanischen Schiffen: die Musashi und die Yamato. So, meine Freunde, das sind die vorletzten Modelle von meiner Kobi-Sammlung. Danach kommt noch eine Titanic, die zeige ich euch auch mal, weil die ist wirklich geil. Die Titanic ist wirklich geil, die kann ich euch wärmstens empfehlen. Also wer auf Titanic steht, sollte auf jeden Fall äh, sich das Teil holen. Ja, hier haben wir die Yamato, die Musashi, was ich bei Kobi immer wieder geil finde. Das habe ich vorhin bei der Bismarck und bei der Tirpitz vergessen zu erwähnen. Sie achten wirklich auf jedes Detail. Also bei der Tirpitz, die Tirpitz hat auch wirklich ihr tirpitz deck mit den Torpedowerfern nicht, äh, ich habe wirklich gedacht gehabt, sie machen einfach 1 zu 1 die Bismarck und dann einfach schwarz mit deren Tarnung. Nein, Kobi macht sich die Mühe, ihr seht es hier auch, die Yamato war ja komplett ausgerüstet. Die Musashi hat sich in der Aufrüstphase bef befunden, ist aber dann versenkt worden, deswegen sind da nicht so viele flaks an den Seiten wie hier bei der Yamato. Und die Yamato habe ich natürlich auch wieder als Limited Edition von World of Warships habe ich natürlich auch wieder ein Zertifikat und jetzt kann ich euch gleich auch zeigen, was äh, an dem Namensschild anders ist, denn ich habe das von der Musashi, äh, von der Mus Missouri einfach nicht gefunden. liegt irgendwo im Karton, muss ich dann mal raussuchen, wenn ich sie gebaut habe. So Freunde, ich zeige euch aber jetzt nur mal die Yamato, weil sie sind ja im Grunde wirklich baugleich. Ihr seht's, die Yamato hat ja vorne noch äh, auf Tom Bruno, ich nenne den jetzt mal Tom Bruno, noch die Flachs drauf. Das hat die Musashi nicht. Genauso wie hinten auf Turm Cäsar. Das hat die Musashi auch nicht. Und wie gesagt, hier an den Seiten sind noch Unterschiede. Und die äh, Musashi hat hier an den Schornstein keine Flak. Die Yamato schon. So, das Geile ist, auch wieder alles bedruckte Teile. Kein einziger Aufkleber. Absolut purer Bauspaß. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Das Ding ist echt schwierig. Ziemlich groß. Ne? Ist ein richtiger Oschi. Ihr habt hier vorne das Hoheitszeichen. Das ist auch bedruckt, richtig geil. Es sind wirklich alles bedruckte Teile. Und ihr seht's, flack ohne Ende. Sie kommt ja jetzt am 30. Dezember und ich freue mich schon so dermaßen auf die Amato. Und hier seht ihr auch den Kran, was ich meinte. Ich habe aber jetzt herausgefunden, dass dieser Kran tatsächlich einklappbar war. Hammer, wirklich hammer. Ja, hier seht ihr auch nochmal, ich komme mal ein bisschen näher ran, wie detailverliebt ähm, Kobi ist. Das finde ich einfach nur sagenhaft bei Kobi. Und ihr könnt hier auch alles drehen. Also, ich kann euch wirklich eine absolute Kaufempfehlung aussprechen, auch hier hinten. Ihr seht es einfach: Kobi. Ja, die sparen an nichts. Die versuchen wirklich, die Schiffe so gut wie möglich umzusetzen. Achso, hier ist nochmal das Namensschild. Ihr habt ja jetzt die schwarzen Namensschilder mal gesehen in den Videos. Und hier bei den Limited Editions habt ihr dann noch das World of Warships Logo drauf. Und dann noch hier hinten die Nummer die ihr da bekommen habt, die limitierte Nummer. Ja, Freunde, das waren jetzt meine Kriegsschiffe von Kobi. Jetzt kommt noch mal die Titanic und dann zum Schluss kommt der große äh, der schwere Gustav beziehungsweise Dora und dann seht ihr meine großen richtigen Modelle. So, machen wir mal weiter mit der Titanic. Bis gleich. So, meine Freunde, das ist mein letztes Kubi-Modell. Die gute Titanic. Ein richtig geiles Modell. Ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen. Meine Frau hat es mit mir zusammen gebaut. Wir hatten es innerhalb von, ich, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube sechs Stunden haben wir gebraucht zusammen oder acht Stunden. Selbst sie war absolut begeistert von dem Teil. Die hatte richtig Spaß beim Bauen. Ich habe natürlich wieder die Limited Edition. Habe hier wieder das äh, Zertifikat liegen. Ihr seht's. Ich bin halt wirklich ein absoluter Kobi-Fanatiker. Bei der Limited Edition gibt es natürlich hier wieder dieses äh, besondere Schild und ihr habt ein Eisberg dabei. Das sind dann insgesamt, glaube ich, genau 3000 Teile, die ihr habt oder ein bisschen was drüber. Ich glaube, es waren aber genau 3000 Teile. Hier hatte ich das erste Mal, das wollte ich auch nochmal sagen, äh, ich hatte sonst nie. Fehlende Teile bei Kobi oder Fehlgüsse oder, oder, oder. Bei der Titanic war es leider das erste Mal so, dass mir ein Teil gefehlt hat und ich einen Fehlguss hatte. Ich kann es euch mal zeigen. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen habt Ich sehe auch gerade, hier muss ich nochmal ein bisschen zusammendrücken. So. Ah, das Ding ist so schwer. Es ist wirklich so schwer. Hier ist der Fehlguss. Leider von dem Teil. Hat aber irgendwie was, weil ja die. Äh, das mag, wollte ich schon sagen. Die Titanic halt aufgeschlitzt wurde. Habe ich komisch schon geschrieben gehabt, habe auch schon Ersatz bekommen. Kostenlos natürlich. Haben sich auch dafür entschuldigt, dass sowas normalerweise nicht passieren sollte. Ich war trotzdem ein bisschen traurig, weil es natürlich äh, die limited edition war und die war ziemlich teuer. Ich glaube. Jetzt muss ich überlegen, 200 Euro oder was? 198 Euro hat die, glaube, gekostet. Und ihr seht das Teil ist einfach nur geil. Also es ist wirklich sein Geld wert. Auch wieder alles bedruckte Teile, was ihr hier seht. Und es ist riesig und schwer. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ach, ich drehe sie mal um. Ui, 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 ui. So. Und hier seht ihr halt auch nochmal den schönen Namenszug: äh, Titanic Liverpool. Wir können mal das Ruder gerade stellen. Das sieht schöner aus. So. Also, das Teil ist auf jeden Fall sein Geld wert. Wer das Ding noch nicht haben sollte, es gibt auch die normale Version, die ist ein bisschen günstiger. Da habt ihr aber den Eisberg nicht dabei. Gut. Braucht man das. Eigentlich auch nicht. Hoppla, jetzt bin ich wieder an die Kamera gekommen. Hier seht ihr nochmal den Eisberg. Den hat meine Frau ganz alleine gebaut. <laughs> Sollte ich erwähnen, hat sie mir gesagt. Ja, dann haben wir die Titanic und dann kommen wir jetzt zum letzten äh, Baustein objekt und zwar der große Gustav. So, meine Freunde, wir sind beim letzten Klemmbausteinmodell und das ist der große Gustav, wie ihr hier seht. oh da habe ich schon wieder gegen die Kamera gehauen. Und das Teil ist aber nicht von Kobi, sondern von Kazi, das ist eine chinesische Firma. Ist von der Klemmkraft her nicht so gut wie Kobi, also das kann man mit Kobi wirklich nicht vergleichen, aber die Klemmkraft ist in Ordnung. Ich hatte sehr viele Formteilfehler. Fehler. Aber war bei mir nicht schlimm. Das waren nämlich Gott sei Dank immer nur Teile, die ich 500.000 Mal hatte. Ja, bei, bei dem Modell ist leider alles ein bisschen unter Druck. Also das, da ist überall ein bisschen Druck drauf, wenn man das zusammenbaut. Weil das sind dann mehrere Segmente, die man zusammenbaut. Der Bauabschnitt, beziehungsweise gerade der Unterbau, ist extrem langweilig zu bauen, weil man alles wiederholen muss. Und glaube, vier bis acht Mal und sowas. Das ist dann schon wirklich sehr, sehr nervig. Ja, dann hat man noch den Nachteil bei Kazi, äh, ja, die Bauabschriften sind nicht nummeriert, also ihr habt keine Tüten mit Nummern drauf, ihr müsst halt alle in Schälchen verteilen und euch dann die Teile suchen, das war sehr, sehr nervig. Aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir dieses Modell sehr, sehr gut. ist sehr detailliert, muss man ganz ehrlich sagen, alles äh, bedruckte Teile hier vorne, Deutsche Reichsbahn, Essen, sogar mit der originalen Nummer, 510-469, das war die Dora. Ja, wenn ihr da natürlich das Originalset bekommt, so wie ich es hier habe, dann sind natürlich die Adler drauf beziehungsweise die Kreuze, die ich euch natürlich nicht zeigen werde. Und dann sind auch die Minifiguren dabei. Und ihr habt ja in der Vorschau gesehen, der kleine Österreicher ist auch dabei. Äh, hätte ich jetzt nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. War dabei. Ich habe es jetzt da draufgestellt. Ist gut so. Ja, Freunde, das war der große Gustav. Er kann sich auch bewegen auf den Schienen hier. Und das Teil ist halt riesig, ne? Der ist halt wirklich, wirklich groß. Was ich euch auf jeden Fall, wenn ihr euch das Teil kaufen wollt, beherzigen würde, klebt die Kanone. Weil sonst drückt die sich durch und dann habt ihr eine schlaffe Nudel. Und das sieht scheiße aus. Ich habe es mit Sekundenkleber geklebt. Da steht sie wieder eins und dann könnt ihr hier das Ding auch verstellen, wie ihr wollt. Es hält. Ihr müsst hier oben immer mal ein bisschen zusammendrücken, weil sonst klappt sie komplett runter. Aber sonst ist das Teil wirklich geil. Und ein Riesenochse. Ne? Wenn ihr hier so einen Hand dagegen seht, wirklich krass. Das sind 3600 Teile oder was? Kostet auch nicht viel. Ich glaube 120 Euro oder sowas. Also ist wirklich günstig. Ihr dürft von der Qualität nicht so viel erwarten. Also es ist keine Kobi-Qualität, aber die Qualität ist in Ordnung. Es hält alles, wie es soll. Wie gesagt, wenn ihr dann halt alles zusammenbaut, weil hier unten die Führungswagen, dann hier dieses Paneel, das wird dann einfach nur reingesteckt und die zwei Sachen werden drauf gedrückt und der hintere Aufbau, das ist hier das ganz große, wird nur mit zwei Steinen pro Seite gehalten und dann halt ja, die Kanone selbst wird dann noch drauf montiert und das ist alles ein bisschen, ah, also stabil ist es hier, muss man sagen, aber es steht unter Druck und das da bin ich eigentlich nicht so der Fan von, aber ich finde das Modell geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mal was außergewöhnliches. Weil äh, der große Gustav gab es so als Modell noch nie. Ja, Freunde, gehen wir jetzt zu den drei richtigen Schiffen und dann werden wir endlich das Geschenk öffnen. Ich bin ja schon ganz gespannt drauf, aber ich weiß ja auch schon, was es ist. <laughs> und dann habe ich ja, wie gesagt, noch so eine kleine Überraschung, was ich in meinem Haus gefunden habe. Auch sehr interessant, also bleibt auf jeden Fall dran. So, dann geht's mit der Prinz Eugen weiter. Ja, meine Freunde, dann sind wir hier bei meinem ersten großen Modell. Die Prinz Eugen. Circa 1,50 Meter lang. Und jedem sollte natürlich die Prinz Eugen ein Begriff sein. Sie hatte mehr Flak. Ihr seht es hier, auf Turm Bruno ist auch wieder eine Flak positioniert. Wie die anderen Hipper-Schiffe. Also wie die Hipper oder auch die Blücher. Die, von der Blücher kann man ja nicht mehr viel sagen. Die Blücher hat ja vom Krieg nicht wirklich viel mitgekriegt. Ja, Freunde, die Prinz Eugen war natürlich mit der Bismarck bei der Reinübung, Operation Reinübung unterwegs. Und auch dieses Schiff hier, wie ihr sie seht, gibt es heute noch, könnt ihr heute betauchen äh, am Bikini-Atoll, liegt auch Kiel oben. Und bei der Hippa gab es wohl mal Gespräche, sie zu heben und sie zu restaurieren. Ich hatte da mal eine Seite gefunden gehabt, habe den auch mal geschrieben gehabt, habe leider keine Antwort bekommen. Also gehe ich mal davon aus, dass das alles eingestellt wurde. Ich persönlich fand es natürlich sehr, sehr interessant. Ich zeige euch natürlich hier unten auch noch mal ein Bild des Frackes ist natürlich das einzige großkampfschiff in Anführungszeichen also ein schwerer Kreuzer, der den Krieg überlebt hatte und dann den Amerikanern in die Hände fiel und dann bei den Atomtests gekendert ist. Obwohl sie den Atomtest selbst überstanden hatte, ist dann über Nacht dann Wasser in das Schiff eingedrungen und man wollte sie retten und wollte sie auf Grund setzen. Auf der Sandbank ist sie aber dann abgerutscht und dann gekentert. Wie gesagt, man kann sie heute noch betauchen. Das Witzige ist, alle drei Schiffe, die ich besitze, Prinz Eugen, Scharnhorst und Bismarck, die Schiffe gibt es alle noch. Klar, alles fracks, aber sie gibt es noch. Ne? Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mit der Scharnhorst weiter. Bis gleich, meine Freunde. So, meine Freunde, dann sind wir hier bei meinem zweiten großen Modell und das ist die wunderbare Schanos. Ihr seht hier auch wieder, die Schanos ist auch wirklich sehr, sehr schön groß, hat eine Länge von circa 1,60 Meter, also es ist wirklich auch ein Oshi. Und bei der Shanos ist es ja bis heute so: Ja, was war denn die Schanos? Nun war sie nun ein Schlachtschiff oder war sie ein Schlachtkreuzer? Sie war beides im Grunde, denn der Rumpf selbst war definitiv Schlachtschiff ähnlich bzw. Schlachtschiff würdig, denn sie hatte nämlich eine dickere Panzerung als die Bismarck. Ja, das wussten nicht viele, aber es ist die Wahrheit, denn die Bismarck-Klasse hatte nur eine äh, Gürtelpanzerung von maximal 320 mm, die Scharnhorst-Klasse, also auch die Kneisenau, hatte 350 mm. Natürlich hatte sie einen großen Nachteil und das waren die kleinen 28er Drillingstürme. Dafür hatte die Scharnhorst aber einen extrem hohen, großen Vorteil, und zwar, ihr wisst im Spiel selbst, die Schnelligkeit. 32 Knoten, sie ist jedem Schlachtschiff davon gefahren. Und das war natürlich genial. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Der Admiral auf diesem Schiff war anfangs 39, der gute Otto Siliax oder Kiliax, keine Ahnung wie er ausgesprochen wird, und dann der Erich Bey. Jetzt Achtung, Erich Bey wird aber Erich Bay ausgesprochen, also das Y als I. Also Erich Bay. Denn das habe ich rausgefunden, meine Freunde, durch die wunderbare. Moment, jetzt lege ich erstmal hier mein wunderschönes Scharnhorst-Wappen hier hin. Durch die wunderbare Dokumentation, und die solltet ihr euch auf jeden Fall mal gönnen. Denn gerade diese Dokumentation hier, die Scharnhorst-Dokumentation, ist eine der seltenen Dokumentationen, wo ihr Frackbilder von diesem Schiff sehen könnt. Ich werde euch jetzt hier mal einen Ausschnitt von dieser Dokumentation zeigen, also zumindest die Fuck-Aufnahmen. Ich hoffe, es gefällt euch. So, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht's, die Scharnos, also das Frack selbst, ist in einem extrem schlechten Zustand. Sie liegt Kiel oben, also komplett andersrum. Ihr habt es daran erkannt, dass man hier die kleinen 15er Geschütze sieht. Dann gibt es noch was Interessantes. Auf dem Schwesterschiff, die Kneisenau, war anfangs nämlich ja, der Admiral Günther Lütjens unterwegs. Ihr kennt den ja, ne? Bismarck und so. Und wo der Admiral Günther Lütjens auf der Kneisenau war, hatte die Kneisenau die gleiche Tarnung wie die Bismarck. Und ich persönlich vermute, dass diese Tarnung von Lütjens inspiriert wird oder beziehungsweise von Lütjens selbst immer kam. Deswegen hatte nämlich anfangs dann die Kneisenau diese Tarnung. Ich zeige euch hier auch nochmal einen kurzen Ausschnitt und dann auch später die Bismarck. Ja Freunde, ich hoffe, es gefällt euch. Geschichtlich zu dem Schiff habe ich ja schon in meinem Scharnhaus Video was gesagt gehabt. Wer es noch nicht kennt, guckt es euch einfach mal an. Und dann gehen wir nun zum letzten Teil über. So, meine Freunde, dann sind wir nun am Ende des Videos angekommen. Ihr seht wieder meine wunderbare Bismarck. Die werden wir jetzt allerdings umtaufen, denn ihr wisst ja, ich bin äh, ein Riesenfan der Türpitz und deswegen habe ich hier das Türpitz-Schild und das legen wir nun hier hin. Also, meine Freunde, es ist jetzt hier die Türpitz, nicht die Bismarck. Bevor wir jetzt zu meinem Geburtstagsgeschenk kommen, warte, das liegt hier. Dieses wunderbare Geschenk von meiner Frau. Kommen wir noch zu einer kleinen Geschichte, die ich jetzt vor kurzem, ja, vor ein, zwei Monaten ist es schon her, gemacht habe und die ist eigentlich sehr, sehr interessant. Wie viele von euch wissen, baue ich ja gerade, beziehungsweise saniere ich ja gerade mein Haus. Das Haus habe ich von meinen Großeltern übernommen, ist halt schon etwas älter und in diesem Haus steht eine alte Kommode. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Ich würde mal sagen, die ist so um die 1900, ja. Gebaut worden. Irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall sehr, sehr alt. Und meine Frau brauchte unbedingt was aus der Kommode. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und naja, mich hat immer gestört, dass bei der Schublade, die Schublade links, die hat immer gehakt. Immer und immer wieder gehakt. Und irgendwann hat es mir gereicht. Und ich habe das Ding einfach rausgezogen. Dann musste ich aber feststellen, dass hinter der Schublade, hinten an der Kante, ein Umschlag dran geklebt war. Ja, Freunde, ohne Scheiß jetzt, es war wirklich ein Umschlag dran geklebt. Und also jetzt nicht dieser hier. Aber das, was da drinne ist, das war auch da drin. Ne? Den Umschlag habe ich leider nicht mehr. Der ist so gesehen in seine Einzelteile zerfallen. Und ich konnte meinen Augen nicht glauben. Und das werde ich euch jetzt mal hier zeigen. Ich hoffe, ich kriegs ansatzweise ins Bild. Wir fangen einfach mal klein an. Ich sage euch jetzt schon: Es sind Kreuze drauf, die ich äh, definitiv zensieren werde, denn sie sind bei uns im Land verboten. Einmal habe ich hier eine ja, Schlüssel, äh, Schlüssel sage ich schon, eine Gürtelschnalle. Wer dieses Logo kennt, kann ja mal was zu schreiben. Ich habe leider noch nichts zugefunden. Ich weiß nicht, zu was es gehört. Dann gehen wir mal weiter. Ich vermute mal, das hier war von einer Schirmmütze. Auch sehr interessant. Dann gehen wir mal weiter. Und jetzt, wie gesagt, jetzt kommen natürlich schon... Oh ne, wir machen erst die kleinen. Wir machen erst die kleinen Sachen, bevor wir die großen Sachen machen. Und, ähm, wie gesagt, alle Kreuze werden zensiert. Und ich möchte natürlich auch gleichzeitig erwähnen, dass ich die Zeit damals... Nicht hervorheben möchte. Man, ich weiß nicht, ob man sieht. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Na, zoom doch. Zoom. Ja, man sieht es leider nicht. Also man sieht es nur ganz schlecht. Also ich glaube, wenn ich zu nah rangehe, ihr seht's. Zoomt sie leider nicht an. Es ist ein Panzer drauf. Ein Panzer drauf und der Reichsadler. Wie gesagt, ich möchte dazu nochmal sagen, dass ich dieses, diese Zeit nicht unterstützen möchte. Und auch den Faschismus, alles andere als gut heiße. Genauso wenig wie Rassismus. Oder Antisemitismus. Also, da bin ich absolut kein Fan von. Ich bin absolut offen. Aber trotzdem finde ich solche Sachen immer wieder interessant, wenn man sowas findet. Weil man muss halt auch bedenken, wie alt diese Sachen sind. Hier ist auch wieder ein Panzer drauf. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe natürlich noch ein paar Sachen mehr. Das ist ein verwundetenabzeichen, wie ich das rausgefunden habe. Man sieht es, ist so ein kleiner Wehrmachtshelm mit zwei Schwertern und natürlich auch wieder dem bösen Kreuz. Sieht man aber Gott sei Dank, glaube ich, nicht so gut darauf deswegen muss ich es da wohl nicht zensieren. Ich versuche mir möglichst mühe zu geben das so klein wie möglich zu zensieren damit ihr natürlich auch noch äh, das andere seht aber hier sieht man glaube das kreuz doch sehr sehr gut das muss ich auf jeden fall zensieren. So dann kommen wir zu den größeren Sachen. dann war hier noch mal ein großes verwundeten abzeichen. ja ich sehe natürlich jetzt hier das kreuz das kreuz ist natürlich hier mittig drauf. sehr gut das seht ihr nicht und das ist auch gut so. Hier haben wir natürlich dann nochmal eins in Schwarz. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Highlight, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und zwar haben wir hier, mal, Moment, ich, ich halte es mal anders. So, ein eisernes Kreuz und die ähm, Sudeten-Medaille. Ja, ich halte es mal ein bisschen näher dran. Moment, ich mache meine Hände wieder weg. So, Richtung, ne, so, 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 so. Also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Fund und es ist auch wirklich sehr, sehr gut erhalten, wenn ihr es seht. Ne? Also muss ich schon sagen. So, Freunde, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, warum ich dieses Video überhaupt gemacht habe. Und zwar dieses wunderschöne Päckchen, was ich von meiner Frau geschenkt bekommen habe. Und das ist natürlich für mich ja, der heilige Kral, weil manche Leute wissen schon, was ich bekommen habe. Und zwar haben wir hier, wie ihr seht, ein Messer. Es ist aber kein normales Messer, es ist ein ganz, ganz bestimmtes Messer. Wir haben hier einmal das Zertifikat. Und ihr könnt schon lesen, was da drauf steht. Ich halte es mal so. Ja, das zweite Wort sollte euch sehr bekannt vorkommen. Hier ist das Zertifikat, wir legen es mal hier hin. Dann haben wir hier noch eine Garantie. Legen wir auch mal hier hin. Und dann haben wir natürlich noch eine schöne Tasche. Ich glaube, da ist auch ein Schleifstein drin. Ne? Wenn sich das so, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Legen wir auch mal da hin und dann natürlich meine Freunde ich muss mal gucken wie ich mich hier anders positioniere weil die Kamera steht rechts neben mir mein Mikrofon links neben mir ich habe also kaum Platz ach Moment wir machen das anders so so müsste das gehen wir machen es einmal auf ah, leichter gesagt wie getan so oh, da ist uns auch schon was entgegengekommen und ihr seht ein wunderbares Türpitzmesser. Ja, Freunde, was gibt es zu diesem Türpitz-Messer zu sagen? Alle, die sich ein bisschen. Moment, ich halte mal. Na, so. Alle, die sich ein bisschen mit der Geschichte der Türpitz beschäftigt haben oder auch mal Wikipedia benutzt haben, die wissen, dass die Firma Böker aus dem Frack der Türpitz, aus dem Panzergürtel, also hier, den Stahl abgebaut haben und daraus Messer gefertigt haben. Das heißt, dieses Messer hier, die Klinge, dort ist. Echte Turpitz mit verbaut. Und das ist natürlich richtig, richtig krass. Und es ist ein wunderschönes Messer. Ich versuche mal. Seht ihr diese, diese Schliffe? Das ist der Hammer. Es ist wirklich einfach nur genial. Also die Qualität dieses Messers ist wirklich der Hammer. Das Holz wird wahrscheinlich nicht von der Turpitz sein. Wäre natürlich auch cool gewesen. Ne? Wenn das jetzt hier Holz vom Deck oder so wäre, wäre das auf jeden Fall geil. Aber ihr seht, hier ist das Turpitz-Logo. Ich halte es auch nochmal ein bisschen näher ran, damit ihr es besser seht. So. Und halt wirklich Stahl von der Türpitz. Das ist für mich natürlich, boah, der absolute Hammer. Also, meine Frau konnte mir wirklich kein größeres Geschenk machen. Ich war da wirklich mega, mega buff. Bedanke mich natürlich auch nochmal recht herzlich bei meiner Frau. Und es lässt sich auch wunderbar auf- und zumachen. Und man riecht es auch. Man riecht halt wirklich. Ah, geil. Man riecht. Deutsche Wertarbeit. <laughs> man riecht halt wirklich, dass es Panzerstahl ist. Und ich habe auch schon äh, mich ein bisschen schlau gelesen gehabt. Man sollte dieses Messer halt wirklich nicht benutzen. Erstens natürlich wegen dem Wert. Ich persönlich, ne, für mich hat das einen unbeschreiblichen Wert. Und zweitens, Panzerstahl fängt ziemlich schnell an zu rosten. Deswegen sollte man das Messer halt wirklich, wenn man es draußen lässt, an der Luft lässt, wirklich öfters mal einölen. Wenn ihr euch das holen wollt, ich lege es mal wieder hin. Ich werde es alles naja einpacken. Ich lege es euch mal so, dass ihr es seht, auf das Terpets Wappen. Ja ich bin fasziniert von dem messer es ist der hammer also ich habe ein echtes stück turpitz zu hause wer kann das von sich behaupten und wie gesagt diese messer diese klingen wurden halt nicht alles darf man nicht vergessen es ist nicht das ganze die ganze klinge besteht nur aus diesem metall sondern da wurde natürlich auch noch andere metalle hinzugefügt aber es wurde hier aus dem panzergürtel entwendet und dadurch messer hergestellt sehr, sehr geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Es ist natürlich wieder ein bisschen länger geworden, wie ich dachte. Ihr habt jetzt meine ganzen Kobi-Schiffe gesehen. Ihr habt die, ja, den großen, äh, den schweren Gustav bzw. die Dora gesehen. Und natürlich meine drei großen Schiffe. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest. Als kleine Überraschung komme ich morgen am Weihnachten, also am 24. von 12 bis 15 Uhr circa. In einen Livestream. Also ich werde einen Livestream machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reingucken würdet. Die Leute, die mich nicht kennen sollten, kommt gerne in die PlayStation äh, Community, Adlerwache, Ad, äh, Adlerwaches Community oder halt in den Discord. Steht alles in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!